Hallo. Okay. Sind Sie die Melderin? Ja, ich bin die Melderin. Ich habe da eine Hand gesehen im Busch. Okay, eine Hand? Ja. Wo denn? Da, wenn Sie geradeaus weitergehen, dann auf der rechten Seite. Okay. Auf der rechten Seite. Ja. Gut, bleiben Sie dann noch bleiben einmal Sie mal, genau. Ja. Guck mal, wo denn ungefähr? Reifenspuren sind ja auch. Geradeaus weiter und dann rechts. Hallo? Okay. Hier ist Blut, oder? Ja, hallo? 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 Ach du großer Gott. Scheiße, voll komplett voller Blut. Fuck. Ach. Hallo? Hallo? Hören Sie uns? Ach. Du großer Gott. Ansprechbar ist sie nicht, aber leichten Puls habe ich. Fuck. Okay. Oh mein. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Ich geh mal kurz zum Wagen wegen dem RTW, dass sie hier den Weg finden. Ja, nicht mehr RTW. Ersthilfe einfach. Mann, Fred, RTW kommt auch schon. Polizeioberkommissar Frederik Richter und Polizeikommissar Can Yildiz vermuten, dass jemand die Jugendliche niedergeschlagen hat. Spuren deuten darauf hin, dass die junge Frau blutend durch den Wald geschleift wurde. Krasse Sache, hier überall. Schau mal, achte mal. Auf dem Weg hier, ne? Eins. Hier. Da vorne war auch was. Und diese scheiß Reifen schon, ne? Diese. Ja, hier vorne? Also nach. Ja, ja. Hier ist ja. So, ja, Spusi. Hier, wir brauchen auf jeden Fall die Spusi. Ja. Unser Sachverhalt spielt sich hier in einem Waldgebiet ab. Und sobald wir als Polizeibeamte Waldgebiet hören, ist bei uns immer die Alarmglocken am Läuten. Weil, haben schon öfter leider Gottes mitbekommen, dass irgendwelche Leichen oder auch Sexualdelikte hier im Wald passiert sind. Und deswegen ein kleiner Tipp an die Bürger, vielleicht nach 22 Uhr oder wenn es dunkel ist, nicht mehr den Wald betreten. Danke erstmal, dass Sie so schnell reagieren konnten. Haben Sie die Personalien noch mal kurz für uns? Weil alles Weitere würden wir Ihnen dann per Post zu ermitteln. Ja, ich habe mir von Ihnen nur leider zu Hause vergessen. Ja. Okay. Hatten Sie, als Sie sich gemeldet haben, schon den Namen und so durchgegeben? Ja, habe ich. Ja, wurden Sie auch nach der Anschrift gefragt und sowas? Ja. Okay, super. Okay, ist alles schon notiert. Gut, dann packen wir. Dann machen ist wir das über alles Egon. Okay, oder was? Ja, das gut. Müssen wir noch sehen, ja. Also wir wissen selbst noch nicht, was jetzt hier vorgefallen ist, aber erstmal danke, dass Sie sich gemeldet haben. Genau, super. Und jetzt dürfen Sie dann auch gehen und wir melden uns dann nochmal bei Ihnen. Besser. Achte mal, Freddy, da kommt jemand. Okay. Hallo! Lisa! Okay, Lisa ist wahrscheinlich die. Ja. Oh, guten Tag. Lisa! Wen suchen Sie denn? Kann man Ihnen weiterhelfen? Ich hoffe, das ist meine Tochter. Okay, Sie sind ich vermisse sie seit gestern. Der Simon. Frau Simon. Ja. Ja. Danke nochmal, Frau Simon. Okay. Darf ich bitte gucken? Warte mal. Seit wann ist Ihre Tochter denn weg? Meine Tochter ist seit gestern Abend verschwunden. Ja. Sie wollte zu ihrer Freundin, zu der Nele. Mhm. Und sie wollte Mitternacht, entschuldigen Sie bitte. Ja, alles gut, alles gut. Um Mitternacht wollte sie nach Hause kommen. Mhm. Und sie ist immer so zuverlässig, aber sie ist nicht erschienen. Ich habe dann bei Nele angerufen und die hat gesagt, um 22 Uhr ist sie weggegangen. Mhm. Und dann habe ich die ganzen Freundinnen angerufen und keiner weiß, wo sie ist. Wir haben sie jetzt, ist das meine Tochter? Warten Sie gerade mal, ja. Nur deswegen, also absolut nachvollziehbar, dass Sie sich hier gerade aufregen, nur geben Sie uns einmal kurz die Möglichkeit, uns zu erklären. Das heißt, wir wissen selbst noch nicht, was hier vorgefallen ist. Und deswegen bräuchten wir jegliche Informationen, die Sie uns geben können. Wir haben Ihre Tochter. Meiner Tochter. Hier geht es erstmal, sie ist erstmal stabil. Sie ist leider Gottes nicht ansprechbar. Und jetzt muss die RTW-Besatzung jetzt auch mal gucken, was wir genau jetzt hier vor Ort haben. Die Beamten erhalten die Info, dass die Mutter ihre Tochter soeben als vermisst gemeldet hat. Dabei erfuhr sie, dass ein Mädchen im Wald gefunden wurde, auf das ihre Beschreibung passt. Die Polizisten ermitteln einen Verdächtigen. Haben Sie irgendwas mitbekommen, Ihre Tochter Stress hatte? Hat sie einen Freund vielleicht? Freundin, mit denen sie sich nicht verstehen kann? Nein, also passen Sie auf. Ich habe gestern Ihren Freund versucht, noch anzurufen. Wer? Das ist der Franjo Pfeiffer. Franjo Pfeiffer, okay. Genau. Und der ist aber nicht ans Telefon gegangen. Hm. Und jetzt hatte ich so gedacht, naja gut, vielleicht ist sie mal bei ihm. Dass sie bei ihm vielleicht ist. Hm. Und dann habe ich heute Morgen nochmal angerufen und dann habe ich ihn auch erreicht. Ja. Und er hat zu mir gesagt, die hatten vor 2 Tagen ganz doll Streit. Ich habe Franjo jetzt Bescheid gesagt und der macht sich jetzt auch auf die Suche. Okay, aber sonst ist der in Ordnung. Noch nicht mal. Und der will jetzt auch Lisa suchen. Okay, gut. Ja. Dann fahren Sie genau. Mal, ne? Wenn Sie mitfahren wollen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit. Auf den Beifahrersitz bitte. Super, danke euch nochmal. Wohin geht's dann? Weißt du das? Wir fahren in Städtische. Alles klar, super.
Die Streifenbeamten wollen die 18-Jährige gynäkologisch untersuchen lassen. Schließlich könnte sie einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen sein. Bei einer Begutachtung des Fundorts entdeckt Can Yildiz Hinweise auf den Täter. Ich weiß nicht, sind das Lackspuren? Kannst du das als Lack bestätigen? Hier, oder? Tatsächlich, also so blau, ne? Hier so. Ja, ist das da was abgebrochen, vielleicht da unten? Da oben auch, ja. Ja, hier. Da ist auch ein Stück Holz abgebrochen. Ja, warte mal. Ja, das passt. Ja, da hier oben drauf. Tatsächlich, ja. Ja. Habt ihr gefunden gerade? Ja, wir haben jetzt hier erstmal augenscheinlich Lackspuren. So würde ich das jetzt identifizieren. Das sieht man auch hier so schön. Hier sind so blaue Anhaftungen. Und ja, so wie wir es jetzt rekonstruiert haben, so als Laie denken wir uns, nach vorne reingefahren, rückwärts wieder raus, hier dran getreten, ja, und dann wieder abgehauen. Also so sieht es wahrscheinlich aus. Ja. Dann einfach hier reingeschleift nach hinten. Da sind ja Blutspuren gewesen auf dem Weg. Die haben wir auch gesehen, ja. Deswegen, ich brauche auf jeden Fall gleich die Spuse hier, weil für mich, wer ist er denn? Hallo. Hallo, wer sind Sie? Ich habe einen Anruf von der Mutter meiner Freundin bekommen und irgendwas ist passiert. Franjo, ne? Franjo, mein Name, okay. Irgendwas ist passiert, Beruhigen Sie erstmal, ja, die Mutter. Die Mutter. Aber geht's ihr gut? Ja, also erstmal, wir werden das wie folgt machen, nicht jetzt hier auf der Straße, weil ihre Freundin ist jetzt auch auf dem Weg ins Krankenhaus. Genau. Am besten machen wir wie folgt, weil wir müssen mit ihnen auch ein bisschen sprechen, dass wir sie jetzt einfach mit auf die Wache nehmen, dass der Wagen jetzt auch erstmal hier bleibt und alles weitere dann erstmal auf der Wache. Ja, weil jetzt hier vor Ort können wir jetzt auch noch nicht so viel sagen. Fahren Sie erstmal mit zur Wache, kommen Sie mit. Aber ihr geht's gut? Ja, sie ist stabil. Sie ist stabil, ist zwar nicht ansprechbar, aber die Ärzte haben sie jetzt in der Obhut. Alles sicher, gell? Okay, ich komme gleich zu Ihnen rein. Freddy, ich werde jetzt einfach mal noch mal kurz am Wagen. Okay, ich setze mich drauf rein. Aber auch wenn die Farbe nicht passt. Gut, mach das, ja. Can Yildiz überprüft den jungen Mann, entdeckt aber keine Unfallspuren an seinem Wagen. Auf der Wache ermitteln die Polizisten, dass der Freund der 18-Jährigen bereits vorbestraft ist, wegen einer Körperverletzung. Somit ist er für Kriminalkommissarin Martina Jonassen und Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens zunächst verdächtig. Die Ermittler mutmaßen, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Herr Pfeiffer, was vorgefallen ist, wissen Sie ja wahrscheinlich auch. Wir hatten auch soweit mitgekriegt, dass Sie heute Morgen wohl auch gesucht hatten. Ja. Dann noch nach ihr? Genau, ich habe einen Anruf von der Mutter bekommen und dann bin ich auch sofort losgefahren. Und ja, ich habe mich dann auf die Suche gemacht und konnte sie dann nicht antreffen, aber die Kollegen dann, die haben mich hierher gebracht. Und woher wussten Sie, wo Sie suchen müssen? Die Mutter hat mich angerufen und gesagt, dass eine Frau gefunden wurde, die meiner Freundin ähnlich sieht. Ja, also zunächst mal haben wir eine gute Nachricht. Also insofern eine gute Nachricht, Gölschan. Also sie ist keinem Sexualverbrechen zu Opfer gefallen. Sie ist auch wohl jetzt bald wieder ansprechbar. Also da können wir froh sein. Es ist natürlich die Frage, wir hatten auch mitgekriegt, dass Sie wohl da einen kleinen Streit gehabt hatten mit ihr, so einen Mini-Streit. Ja, das war nichts Wildes. Es ging da um jeglichen Kinobesuch, aber das hat sich dann ein bisschen hochgeschaukelt. Und ja, aber Sie haben sich jetzt gestritten, welchen Film Sie gucken oder worum ging's? Ja, so ähnlich. Also sie wollte sich einen Film anschauen und ich halt auch einen anderen. Und dann hat sich das hoch. Aber es ist eigentlich nicht der Rede wert. Das Wichtigste ist eigentlich, dass es der Lisa gut geht. Wie, und da streitet man sich dann so doll, dass sie da, dass es einen richtigen Streit ausartet, weil sie sich nicht auf den Film einigen können? Ja. Also wir haben mitgekriegt, dass sie wohl gestern tatsächlich ja wohl um 22 Uhr von ihrer Freundin weg ist, ja. Haben Sie die gestern Abend noch mal gesehen? Nein, ich war gestern in der Kneipe im Kohlenpott. War das dann nach dem Streit? Das war nach dem Streit. Ich wollte einfach einen freien Kopf bekommen. Wollte halt in Gesellschaft sein, dass ich irgendwie abschalten kann. Ja, Kohlenpott kennen wir doch, ne? Das wäre jetzt mal nachzuprüfen, ob Sie da auch wirklich waren, ne? Ja, das können Sie nachprüfen. Dann könntest du da mal Klar, Willi, ich rufe Willi an und frage einfach mal, ob er ihn kennt. Wie lange wollen Sie denn da gewesen sein? Genau. Ja, ich war schon bis heute Morgen dort. Aber ich habe halt nicht den ganzen Tag auch Alkohol getrunken, sondern ich wollte halt in Gesellschaft sein. Ich wollte einfach meinen Kopf freikriegen, weil der Streit hat mir schon zugesetzt. Wie, weil Sie sich über einen Film gestritten haben? Wollen Sie den Kopf freikriegen? Das ist ja jetzt irgendwie ist ja schon ein bisschen seltsam auch, gell? Also irgendwie nehme ich Ihnen das jetzt nicht so ganz ab, dass es hier nur um einen Kinobesuch ging.
Da musst du ein bisschen mehr dabei sein. Ja, ich habe ein Foto bekommen. Was für ein Foto? Von wem? Ich kenne die Nummer nicht. Und da, ja, da sieht man halt meine Freundin mit einem anderen Typen im Bett. Grund genug wäre das, die Freundin niederzuschlagen. Aber der junge Mann hat ein Alibi. Das Foto könnte eine Spur sein. Haben Sie das Bild, würden wir uns mal gerne ansehen. Ja. Haben Sie das dabei? Ja, ganz genau. Was war das vielleicht da noch? Es tut mir leid, aber es ist mir auch etwas unangenehm. Eigentlich möchte ich nicht wirklich darüber reden, aber ja. Da sieht man halt meine Freundin mit dem Typen. Ich kenne den nicht. Und Sie kennen den Typen nicht? Sie kennen die Nummer auch nicht? Ich kenne die Nummer nicht. Ich habe da auch schon probiert, mal anzurufen, aber da geht keiner dran. Dürfen wir uns das Handy mal kurz nehmen? Ich würde das den Kollegen mal bringen, oder? Ja, dass wir die Nummer mal überprüfen und dass wir uns das Foto auch runterziehen. Sollen wir einen Anschluss innerer machen? Ja. War die Nummer besetzt oder ging gar keiner dran? Ging keiner dran. Für uns war natürlich diese Rufnummer, von der das Handybild geschickt wurde, immens wichtig. Die Kollegen hatten zeitgleich, wo die Anschlussinhaberfeststellung lief, auch nochmal probiert, das Handy anzurufen. Das war halt tatsächlich immer noch aus. Ist natürlich immer schwierig, gerade auch Prepaid-Nummern, die kann man ohne Ausweis im Internet bestellen, ja, dann einen fiktiven Namen angeben und es ist für sehr schwierig, teilweise Anschlussinhaber herauszufinden. Kommen Sie dann einmal mit? Gehen Sie mal mit dem Kollegen mit und dann können Sie dann mal hochkommen mit dem Handy, das machen wir dann gleich. Genau, Handy habe ich abgegeben, das war. Wie geht's dir? Also das ist die Nele, das ist die beste Freundin. Hallo, schönen Tag. Hallo, Abend. Auch gerade gekommen. Gut, er kann runter. Okay. Würden Sie dann mal mit uns? Ja, dann unterhalten wir uns doch mit Ihnen gleich mal. Gehen Sie mal hier vorne links ins Büro. Bitte. Die Ermittler wollen die beste Freundin der Verletzten zu dem Fremden auf dem Foto befragen. Die junge Frau wirkt sehr nervös. So, Nele, können Sie... Wissen Sie, wie es der Lisa schon geht? Ja, es liegt wohl kein Sexualdelikt vor. Sie ist wohl wieder ansprechbar, kann aber noch nicht reden. Insofern hoffen wir, dass es ihr bald besser gehen wird, ne? Wir dachten natürlich, Sie können uns ein bisschen weiterhelfen. Also, so wie es jetzt aussieht, scheidet der Freund wohl aus. Zumindest das Alibi, was er hat, passt. Ist die Frage, hat sie Ihnen irgendwas mal gesagt? Nein, die waren gestern Abend bei mir, weil wir hatten noch einen Mädelsabend gemacht, weil sie hatte ja Streit mit Franjo. Das hat sie Ihnen aber schon erzählt. Ja, das hat sie mir erzählt. Wegen Kinobesuch oder irgendwas, weil... Das weiß ich nicht so genau. Und dann habe ich noch Pizza bestellt und wir haben einen neuen Film geschaut und dann ist sie so gegen 10 ungefähr ist sie dann heimgefahren. Und da war aber die Stimmung gut, da war alles in Ordnung zwischen Ihnen? Ja, wir verstehen uns super, wir machen zusammen eine Ausbildung in einem Reisebüro und wir verstehen uns auch super. Und hat sie Ihnen irgendwas, hat sie jemanden kennengelernt, jemand anders als den Franjo? Nein. Wir hatten nämlich ein Bild von, beziehungsweise hat der Franjo ein Bild auf sein Handy bekommen, wo wohl ihre beste Freundin mit noch unbekannten männlichen Personen im Bett liegt. Und ich meine, welche beste Freundin erzählt denn das nicht? Also eigentlich unter Mädels erzählt man sich doch sowas. Ja. Und also... Sie hat da jemanden kennengelernt, aber ich weiß nicht viel über den. Ich weiß nur, dass sie sich in einer Bar kennengelernt haben. Ich weiß nicht, wie er heißt. Keine Ahnung. Da warst du aber auch nicht dabei. Nein. Und wann haben sie sich kennengelernt? Wie lange ist das her? Das weiß ich alles nicht. Die Freundin des Opfers weiß zwar von der möglichen Affäre, möchte oder kann sich dazu aber nicht äußern. Die Ermittler merken, dass sie hier nicht weiterkommen und entlassen die beiden Jugendlichen. Das Handy kriegen Sie dann wieder, wenn das soweit ausgelesen ist, beziehungsweise das Bild dann und die Anschlussinhaberfeststellung gemacht worden ist. Ansonsten sind Sie jetzt erstmal entlassen. Ne? Und ja, Sie können. Wie soll ich denn jetzt nach Hause kommen? Mein Auto ist noch da im Wald. Ich kann dich mitnehmen. Dann können wir vielleicht bei mir zu Hause noch einen Kaffee trinken. Ich möchte jetzt nicht alleine sein. Gut, das passt ja an sich. Ja, gut. Gut, also wie gesagt. Vielleicht hilft es uns ganz. Ja? Alles klar. Okay. Dann tschüss. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung von diesem Fall war uns das Verhalten von der besten Freundin unseres Opfers schon ein wenig seltsam vorgekommen. Ja. Sie hat einen sehr guten Draht zu dem Freund, ja, hat sich auch gleich angeboten, ihn mitzunehmen, noch einen Kaffee zu trinken. Möglicherweise verschweigt uns Nele was und hat tatsächlich mehr mit dem Fall zu tun, als sie bis jetzt uns gesagt hat. Wer ist das denn? Das haben wir eigentlich gehofft, dass Sie uns das vielleicht sagen können. Wer ist das? Das ist doch Lisa. Mit wem ist die denn da im Bett? Naja, das wäre ja schön, das wissen Sie nicht. Genau, nein. Den Herrn bräuchten wir nämlich. Das ist schade.
Der Teddy da oben, den kenne ich. Dieses Ding da mit dem grünen Kleeblatt? Den kenne ich. Woher denn? Den hat Lisa neulich Nele geschenkt. Echt? Ja, zur Führerscheinprüfung, so als Glücksbringer. Ja. Was macht der denn da jetzt auf dem Bett? Na ja, wie gut. Kommt der denn okay. Da jetzt hin? Hä? Das ist halt die Frage. Also, es wird ja dann wahrscheinlich der Teddy von Nele sein. Ja, aber wie kommt der denn dann ins Bett? Naja, das fragen wir uns jetzt auch gerade. Das ist vielleicht dann bei Nele. Mal eine andere Frage. Ja. Was für ein Auto fährt denn die Nele? Vielleicht jetzt mal als Info. Die fährt ein ganz normales, blaues Cabrio irgendwie. Blau. Warten Sie mal ganz kurz. Wir kommen gerade. Wollen wir mal kurz. Wollen wir mal kurz. Ja, komm hier. Ja, passt eigentlich ja alles zusammen, ne? Dieses Stofftier, diese blaue Abbiegspur. Also genug Hinweise haben wir definitiv und die Kollegen von K haben uns dann nochmal gebeten, halt eine Rufnummer zu überprüfen, wem denn diese Rufnummer gehört. Ja, aber leider Gottes bis jetzt noch ohne Erfolg. Also momentan passt alles zusammen. Jetzt warten wir noch die Anschlussinhaberfeststellung ab und dann sind wir natürlich definitiv einen Schritt weiter. Die Kommissare fahren mit den Kollegen der Schutzpolizei die Meldeadresse der verdächtigen Freundin an. Es könnte sein, dass die junge Frau die brutale Tat begangen hat. Womöglich aus Eifersucht. Das ist sie doch, die da läuft. Das ist sie doch. Info an 11:21. Die Nele ist hier gerade geflüchtet und ist wohl allein im Auto. Oh, krass. Ja, wir haben einen kleinen Unfall gebaut. Scheiße. Nele, ansprechbar raus. Mal rauskommen. Ist da noch jemand drin? Nee. Was denn passiert? Hast du das Auto nicht gesehen? Was denn? Was wolltest du nicht? Wo ist der Franjo? Wo ist denn der Franjo? Du warst doch mit dem noch Kaffee trinken. Nee. Wo ist das Blut her? Wo ist das Blut her? Nele, du weißt, wo das Blut her ist. Was damit zu tun hast. Nele. Wo ist der Franjo? Im Haus. Ihr habt gerade gesagt, im Haus. Das geht doch nicht. Gucken Sie mich einmal kurz an. Brauchen Sie irgendwelche Hilfe? Die Tür ist ja noch offen. Franjo! Hier, ich hör's. Hallo! Ja? Ja? Die Polizei, wir kennen uns ja. Was ist los? Was ist denn passiert? Was ist los? Was hast du denn? Nee, was ist mit Ihrem Kopf? Geht's Ihnen gut? Brauchst du einen Herdhebel? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Brauchen Sie einen Herdhebel? Es geht. Alles ist okay, aber... Sicher. Raus. Ja, ich habe ein bisschen Schmerzen, es geht schon. Aber Nele, wer war denn das? Nele hat mich dort eingesperrt, reingeschubst. Und sie ist mir zu nahe gekommen. Ja, komm doch bitte mal hier vorne zu dem Hauseingang. Wir haben Franjo gefunden, außer einer Beule, relativ unverletzt. Ich verstehe das nicht, wie kann sie sowas machen? Egon für den 3217. Sie haben es nicht erwidert. Ja, nein, ich bin mit Nele irgendwie zusammen oder wollen was von ihr? Ich bin mit Lisa verliebt. Ich würde sowas nie machen. Die ist mir körperlich überlegen. Ja, das... Das steht aus Franjo, Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Oh Gott. Warum merkst du, wie kannst du sowas machen? Wie kannst du sowas machen? Du gehörst mir. Wie ich gehöre dir? Du weißt doch, dass ich zu Lisa. Du weißt doch, dass ich in Lisa verliebt bin. Ja, warum merkst du nicht, dass ich dich liebe? Das funktioniert nicht. Wie kannst du sowas sagen? Ne? Sag mal, spinnst du? Du weißt doch ganz genau, dass er so glücklich ist mit Lisa. Du kannst. Das funktioniert nicht. Ich verstehe das nicht. Kommen Sie dann auf die glorreiche Idee? Sie sind doch die beste Freundin. Ja. Ich wollte Freunde für mich haben. Und was haben Sie dann gemacht? Was haben Sie gemacht? Wie war es denn abgelaufen, das Ganze? Mein Nachbar Hajo. Ich habe ihm 20 Euro gegeben. Und ich habe mit ihm das Foto dann gemacht. Das gibt's nicht. Das Foto? Was? Lisa, wie verlogen bist du eigentlich? Nicht betrogen. Nein. Was haben Sie dann mit ihr gemacht? Wie kannst du sowas machen? An dem Abend hat sie alles rausgefunden. Und sie hat das Bild auf meinem Handy gesehen. Und dann gab es einen Streit und ich habe sie weggeschubst und ich dachte, sie wäre tot. Ich wollte das nicht, dass das alles passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Anstatt ihr zu helfen, tot. Dann haben sie in den Wald gefahren und da verscharrt, ja? Es ist echt erschreckend, was hier gerade passiert ist, dass die beste Freundin ihre Freundin so hintergeht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn meine Freundin das mit mir machen würde. Ganz, ganz schlimm und ein Vertrauensbruch ohne Ende. Wir fahren jetzt mal ins Krankenhaus. Die ist ja ansprechbar, das Opfer. Da fahren wir jetzt erstmal hin.
Die junge Täterin wird wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, Körperverletzung und sexuelle Nötigung belangt. Die Geschädigte erholt sich vollständig von ihrer Kopfverletzung, ebenso wie ihr Freund.